Sie sind ja vorher rausgekommen, wo wir jetzt hier gestanden sind. Und wir waren sehr gerührt an ihrer Aktion. Also über die Reaktion, Entschuldigung. Und wir haben gehört, was sie gesagt haben, von wegen, wir sollen doch einmal vor der Schlachthof stehen. Ja, genau. Könnten Sie auch die Aussage noch mal wiederholen, was Sie da genau gemeint haben? Ja, also weil beim Schlachthof, also das ist jetzt der Jannenschlachthof auf der Welt, passiert das momentan. Die wollen das wirklich nur noch maschinell. Also es hat fast keine Menschen mehr nachher mit drin, wie in einem Autobau-Ding. Und wenn die sind dann auf Fliessbänder und so. Also eben je abstrakter, wenn das sind Lebewesen, und je abstrakter die behandelt werden, auch beim Schlachten, oder? Desto schlimmer ist das. Also ich meine, wenn man eine Kuh, oder ein Kalb muss schlachten, weil man es zum Essen vor 200 Jahren, dann hat man das vor der Haustür gemacht. Wie ist es denn? Und nicht, dass Angst hat, die haben Angst. Wie ist es denn für Sie, hier zu arbeiten, als Metzgerei, als Arbeitsplatz? Ich finde es nicht einmal so schlecht, weil ich habe die Leute auch, also ich sage, da Leute und so Zeug. Also, ich habe hier irgendwie noch einen guten Ort wirken, habe ich das Gefühl. Also jemand ist gekommen, weil in Frankreich gäbe es weisses Rindfleisch, er will jetzt das. Da habe ich gesagt, wissen Sie mal, wie weisses Rindfleisch entsteht, wenn die nie ans Tageslicht kommen und kein grünes Futter bekommen, oder? Mögen das nicht, Quellfleisch sagt das. Dann ist gerade wieder raus. Aber das ist gar nicht so Sachen. Wir können eben auch mal sagen, wie das überläuft. Ich glaube, die meisten Leute werden das einfach nicht wissen. Weil mich hat es so auch geräuscht, als ich gesehen habe, es war irgendwie etwas im Internet gewesen, also wo sie das gezeigt haben, irgendeine Bewegung, wo heimlich gefilmt haben in diesen Schlachthöhen. Okay. Ja. Aber ich sehe das schon bei meinen Kollegen, die wollen das nicht sehen, wenn man das weiterschickt. Eben, kommen da kritische Fragen, also jetzt auch, oder kommen Fragen, ja, woher kommt es? Ja, also der Konsument ist schon sensibler geworden. Also es gibt Leute, die gehen gerade wieder raus, wenn sie kein Schweizer Biofleisch hat, wo sie irgendwie tiefer raus sind oder so. Aber ja, bei uns gibt es das weniger, oder? Das ist auch teurer, unser Fleisch, weil wir es von der Schweiz haben und nicht vom Ausland das meiste. Also wo man kann. Und ja, es ist einfach das billige Fleisch, oder? Sie können nicht für 30 Franken ein Kilo Fleisch produzieren. Das geht auf Kosten für Natur und von Tieren. Und wie stehen Sie selber dazu? Sie haben jetzt gesagt, von eben Bio, nicht Bio, einfach allgemein der Fakt, dass ein Tier muss sterben für den Konsum. Also für das ist eben Fleischkonsum. Also das ist schon meinem Chef, er ist der Besitzer, habe ich ihm schon gesagt, das geht einfach nicht. Oder dass alle Leute Fleisch essen können, weil heute will jeder Fleisch essen und das liegt einfach nicht mehr drin. Aber ich weiss nicht, wie man dorthin kommt, um die Menschen herumzuziehen. Es wäre schon riesig viel geholfen, wenn jeder nur noch einmal in der Woche Fleisch essen. Dann wäre schon der Fleisch schon die Hälfte wäre reduziert. Also Sie finden auch eigentlich für so einen kurzen Moment vom Gaumenkitzel, dass man es dir befinden, das geht nicht? Auf keinen Fall. Also ich könnte überhaupt das nicht. Also, selber wenn ich selber töten müsste, könnte ich vielleicht einen Fisch, könnte ich meinen größten Hunger noch schlagen. Aber sonst, nein. Also es kalt sowieso nicht. Das ist das Prinzip. Die sind so herzig, dass es würde es echt nicht passen. Schweine werden aber auch... Und Schweine sind gescheit, ja. Und sind dann auch gescheit. Die Schweine werden am allermeisten misshandelt. Das Fleisch ist billig, niemand will es mehr, es hat einen schlechten Ruf. Und es wird trotzdem weiter kompliziert. Und das ist schlecht. So, was hätten Sie für einen Lösungsansatz? Das ist schwierig, ja, das ist schwierig. Also das Fleisch wieder verteuern müsste man. Es müsste massiv teurer werden, dass am Konsument wieder bewusst wird, dass das ein Lebewesen ist und dass das gute Haltung braucht, wenn überhaupt. Fleisch verzichten, das ist eine Option. Ja, das heißt, ja. Was halten Sie für den Veganer-Bewegung? Ich finde es jetzt schwierig mit dem... Also es ist wirklich kompliziert und Ding, also lieber würde ich dann, ja, wie soll ich sagen, aber Milchprodukte, das ist schon klar, so wie Milch produziert wird, sind wir wieder beim gleichen Weichen. Genau. Aber und Kälbchen, die ihre Milch nicht bekommen von ihren Mutterkühen, oder? Aber Sie können sich vorstellen, auf Fleisch ganz verzichten. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Fall. Also ich tue das auch daheim, aber mit Erfolg. Zwei grosse Töchter essen fast kein Fleisch und die Kleine, die will das noch. Aber die begreift das auch noch nicht so wirklich. Wir waren vorher an der Reise gekommen, wo wir da gestanden sind. Wir sind sehr überrascht, wie die positive Reaktion von ihnen. Sie haben gesagt, wir sollten das auch vor dem Stadtclub machen, so eine Aktion. Und gibt es bereits? Also, es gibt auch im Anmachen. Wir haben uns für das bedanken, dass wir so eine positive Reaktion bekommen haben von ihnen und auch in der Gesellschaft. Und das ist für uns nicht selbstverständlich. Danke vielmals. Sehr, sehr gerne.